Ja, aber ich schön, dass du wieder da bist. Endlich bist du mal wieder gekommen. Ja. Ich hab dir ja so viel zu erzählen. Aber warum kommst du nicht rein? Ja, lasst mich doch mal rein. Komm doch rein. Ach, das ist ja überraschend. Ich hab nämlich wieder Fußball nicht an. Wir fahren einfach immer überraschend. Ach, du siehst doch blendend aus, Mama. Die Karin hat gesagt, du wärst Tiger geworden. Du bist doch überhaupt nicht Tiger geworden. Na, also hör mal, so warst du doch immer. Wie kann dann die Karin sowas sagen? Hessisches Turbo-Gebabbel. Schwätze bis mir schwitze. Redde und nicht redde losse. Solche Rollen konnte Wolf Schmidt schreiben und vortragen wie kein anderer. Und er schrieb sie nicht nur für sich. Die herausragenden Frauengestalten sind bestens damit ausgestattet. Von Mama, Ei Kall, über Freund Lohmeier, Herr Hesselbach, ich muss mich beschweren, bis zur Putzfrau Siebenhals, ich muss jetzt hier putze, haben sie alle einen ausgeprägten Hang zum Babbeln. Schon in den frühen Stücken hatte Wolf Schmidt das Reden um des Redens willen thematisiert. Zum Beispiel in dem Sketch »Herr Schmidt gibt Auskunft«. Ach, entschuldigen Sie bitte vielmals. Könnten Sie vielleicht so freundlich sein und mir sagen, wo die neue Parkstraße ist? Ja, natürlich kann ich so freundlich sein. Die neue Parkstraße. Wollen Sie da hin? Ja, das möchte ich. So, so. Gell, Sie sind fremd hier. Ja. So, so, ja, das hört man auch. Ich höre sowas gleich, ob eins von hier ist. Die Leute retten woanders ganz anders als wie bei uns. Also ein bisschen komisch. Ja. Na ja, Sie kennen ja nichts dafür, ne? Nein. Können Sie mir nun sagen, wo die neue Parkstraße ist? Ja, also passen Sie mal acht. Übrigens, in Ihrer Aussprache nach sind Sie wohl aus dem Rheinland, hm? Ich bin aus dem Sudetenland. Sehen Sie, da habe ich ja fast gerade. So, daher sind Sie, haha. Ja, das hört man auch. Wissen Sie, ich habe scharfe Ohren für sowas. Als Bub habe ich immer die Leute nachgemacht. Täuschend ähnlich, sage ich Ihnen. Das kann man nämlich nur, wenn man ein Ohr dafür hat. Deswegen habe ich auch immer die Leute am besten am Samstagabend nachmachen können. Wissen Sie, warum? Nein. Weil ich da immer die Ohren gewäsche gekriegt habe. Naja, das war natürlich ein Witz, aber Spaß beiseite. Die Leute haben sich alles kaputt gelacht, wo nicht unser Lehrer nachgemacht hat. Man hatte da einen, der hat die Wildsau geheißen. Mit dem Spitznamen, nicht Berger, hat er sich geschrieben. Sie haben ihn nicht gekannt, ja. Der hat immer so durch die Nase gebabbelt. Also entschuldigen Sie, aber ich habe es leider sehr eilig. So, Sie haben es eilig. No, da will ich Ihnen nicht aufhalten. Hoffentlich ist keins krank. Nein. Naja, dann geht's ja. Dann habe ich wohl mehr geschäftlich da zu tun. Nein, privat. So. Sehen Sie, das habe ich mir gleich gedacht, ja. In der Packstraße, da sind doch meines Wissens überhaupt keine Geschäfte. Nur Privatsachen sind ja oft genauso dringend. Das geht mich ja auch nichts an. Muss ich da jetzt hier geradeaus? Ja, das heißt, wollen Sie zu Fuß oder mit dem Omnibus? Ja, gibt's denn da eine Autobuslinie hin? Eben nicht. Hier gibt's ja überhaupt keine Omnibuslinie mehr. Die sind ja alle eingestellt seit dem Krieg. Och, es ist ja Schand, wenn man sieht, was da Benzin verfahren wird von denen Privatautos, statt dass sie die Omnibuslinie wieder fahren lassen täte. Aber na, die Leute können sich die Schuhsohle ablaufen und ein paar Schuhe zu besohlen, was das kostet. Und wie einem die Schuster als Wattelasse, neulich habe ich einmal mal hier gebracht. Was glauben Sie, wie lange mich der Kerl hat Wattelasse? 8 Wochen. Ja, also entschuldigen Sie vielmals, aber jetzt muss ich wirklich ganz schnell... In die Parkstraße, ja, da soll es auch hin, auf dem schnellsten Weg. Da habe sie nämlich ja ausgesprochen Glück gehabt, dass sie sich an mich gewendet habe. Da gibt's nämlich manchmal Leute, wo man nach dem Weg fragt und die sagen einem bloß irgendwas, um einem loszuwerden und uts einem durch die Gegend. Das ist mal in Mannheim passiert. Kennen Sie Mannheim? Eine Schwester von meiner Frau ist da verheiratet, ja. Mit einem Kolonialwarenhändler. Na, ich hab den Kerl nie leiden können. Klar, was, die haben einmal mal was geschickt in der schlechten Zeit. Da haben sie sich aber geschnitten. So sind die Menschen. Na, wir waren jedenfalls hingefahren zur Konfirmation von denen ihrem Buch. Hessen war von Anfang an präsent. Schon in der ersten Folge wird in doppeltem Sinne hessisch aufgetischt. Und welches Gericht wäre hessischer als Eier mit Grisauce? Regionale Gaumenfreude, Mundart im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, also das muss man der Mama lassen. Grisauce machen, das kann sie. Ka Wunne, da sind aber auch 3 Eier neu geschnippelt. Davon hat sich aber der Willi schon mindestens 2 rausgefischt. Ach. Da, guck nur, wie der fischt. Ach, komm, sei ruhig, Annelies, gell? Ich fische überhaupt nicht. Wenn ich ein bisschen Ei mehr auf die Schepplevel kriegt hab, dann ist das pure Zufall. Komm, nur kein Neid, gell? Bäh. Dass ihr Kinder keine Ruhe halten könnt miteinander. Der Willi ist 17, die Annelies wird 20. Aber als noch euer ewig Streiterei bei so einer schönen, grünen Soße. Die Annelies hat ja angefangen. Und der Willi hat ja gefischt. Ach. Ruhig jetzt, Himmel, noch einmal. Hier wird nichts gefischt. Gebt noch einmal die grüne Soße her, Mama. So. Danke. Guck nur, der Papa fischt ja auch. Ach, der Papa fischt nicht. Ich möchte nur mal wissen, was das für eine Art ist von euch, Tina, dauernd eure Eltern da rund zu kritisieren. Mir hätte sowas uns nicht gebracht bei unseren Eltern. Na, also, du hör mal, ein bisschen Ei, das kannst du aber auch noch drin lassen, Papa.
Also man wird sich doch in seinem eigenen Haus noch ein bisschen grüne Soße nehmen dürfen. Ja, nehme ich schon, aber nicht Fische. Du hast doch eben selber gesagt, ich tät nicht Fische. Also, dass ihr Eltern keine Ruhe halten könnt miteinander bei so einer schönen grüne Soße. Willi, noch ein Wort und der kriegt euch gebappt. Also, Mahlzeit. Mahlzeit. Bei den Hesselbachs ist der Papa selber natürlich immer tüchtig babbelnd und schwadronierend um den Oberschlaumeier-Posten bemüht und sein Autor Wolf Schmidt hat ihm immer wieder und auffällig gerne Reden geschrieben. Als Familienoberhaupt, Erziehungsberechtigter, Firmenchef und Stadtrat musste er, als Wolf Schmidt durfte er jede Art von Reden halten. Geharnischte, gewundene, gewitzte, geschwätzige und geheuchelte. Meine liebe Anna, die Nachricht von deiner Verlobung und die Freude darüber, dass mir nicht dran habe teilnehmen müssen, und die Freude darüber, dass du einen so wirtschaftlichen Bräutigam hast, nicht wahr, veranlasst mich, dir im Namen unserer Familie unseren allerherzlichsten, herzlichsten Glückwunsch auszusprechen. Vielen Dank auch, Onkel Karl, ja. Was ich sagen wollte, mein Erwin, der ist nämlich so... Wirtschaftlich, ja, ich weiß, auszusprechen. Glückwunsch auszusprechen. Der Umstand, dass ihr eure Verlobung der ernsten Zeit angemessen im kleinen Kreis gefeiert habt, erfüllt uns mit tiefem Verständnis. Und noch tieferer Befriedigung. So, hör doch auf, Willi, so dumm ist dir auch wieder nicht. Na ja, weil der Erwin doch so wirtschaftlich ist. Mit besonderer Freude erfüllt uns der Umstand, dass ihr andererseits doch durch die Übersendung eines Streuselkuchens, auch wenn es bloß ein halber ist, unserer gebührend gedacht habt. Und so erlaube ich mir, dir anlässlich deiner Verlobung als angemessenes Geschenk ein Kunstwerk eines namhaften Künstlers zu überreichen, das dich durch deine ganze Ehe und auf deinem ferneren Lebenswege begleiten möge, diese Bronzeplastik Bärender Hirsch von keinem Geringeren als Oskar Däubel. Der sogenannte hessische Dialekt, der in ganz Deutschland durch den Mainzer Karneval und vor allem eben durch die Hesselbach-Serien im Fernsehen bekannt geworden ist, ist natürlich ein südhessischer Dialekt und auch das ist er nicht wirklich, denn auch dort wird regional sehr unterschiedlich gesprochen. Natürlich, wenn man es genau nimmt, gibt es ja eigentlich gar keine hessische Sprache. Es gibt Oberhessisch und es ist wieder ganz verschieden, ob das jetzt im Vogelsberg oder in der Werra oder im Taunus ist. Nicht? Da schwätzen die Leute manchmal in zwei Dörfer, wo ein paar Kilometer auseinander liegen, ganz anders da. Nun, dann gibt es eben Darmstädterisch, das ist anders da wie Frankfurterisch und das ist wieder anders da als wie Mainzerisch. Aber wenn es ein paar hundert hessische Dialekte gibt, mir Hesse, mir merkt es doch gleich, wenn einer kein Hess ist. So stur kann man sich gar nicht stellen, wie wir sind. Wolf Schmidt hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass das Hessisch, vor allem das in den Fernsehserien schon ein wenig hochdeutsch geschönte Hessisch, eben überall verständlich sein sollte. Es kamen im Lauf der Zeit auch immer mehr andere deutsche Dialekte in Schmidts Stücken vor und das hessische Saft- und Kraftgebabbel trat langsam in den Hintergrund. Aber in den Werken, die bleiben werden, weil sie literarisch herausragen, wie das Dreckrentsche, der Hirsch und einige mehr, ist das Hessische natürlich das stilprägende Element. Wolf Schmidt, der Friedberger, hat immer schon Mundartglossen geschrieben und versucht, den Geheimnissen der hessischen Seele auf die Spur zu kommen. Ja, dann Hessisch, das ist nicht nur eine Sprache für sich. Hessisch ist eine Gesinnung, Hessisch ist eine Charakterveranlagung, da kann man nichts dafür. So haben wir zum Beispiel ein ausgesprochenes Sinn fürs Poetische. Mir liebe die Natur, das Blümlein am Wegesrand, das Rauschen uralter Waldesbäume, besonders wenn sie schon geschnitten sind und man kann unauffällig ein bisschen was mitnehmen. Wir begeistern uns auch an der schönen Lieder und singen so, bis die Kehle trocken ist, weil die dann nämlich mit Äppelwein wieder feucht gemacht werden muss. Wenn so Lieder natürlich auch für unseren Geschmack ein bisschen übertrieben sind in ihrer Ausdrucksweise. Nicht? Zum Beispiel, ach, wie ist's möglich dann? Auf Hesse steht mir da Sache, heit du kriegst die dir nicht zu. Unser poetischer Zug, der kommt besonders in unserer engen Verbundenheit zur Tierwelt zum Ausdruck. Besonders die Vöglein lieben wir, die Kleine und die Große. Uns geht nichts über Gänsbraten. Und die Hingel, also für Ausländer Hingel, das bedeutet Huhn, nicht? Hingel. H wie Hinnern, I wie überhaupt, N wie hinaus, K wie Amerika, E wie Elsardin und L wie Ella. Also die Hingel, die sind sozusagen die hessische Nationalvögel. Erstens wie der Eier, ne? Wenn Sie sich wundern, dass es in Hessen viel weniger Eier zu kaufen gibt als woanders, dann kommt es daher, dass der größte Teil von der hessischen Eier für die hessische Sprache verbraucht wird.
Ei, haben Sie dann das noch nicht gewusst? Ei, horch ist doch mal. Ei, mir hessen es auch doch als Ei. Ei, mir können vor jedem Satz ein Ei machen. Ei, was brauchen Sie dann? Ei, nehmen Sie doch zwei. Sehen Sie, und weil mir Hesse vor jedem Satz ein Ei lege kennen, sind wir sozusagen artverwandt mit den Hinkel. Einem besonders charmanten Herrn, nämlich dem Windhund aus dem gleichnamigen Stück, gibt auch die Mama eine wichtige Information, den hessischen Sprachgebrauch betreffend. Greifen Sie noch ein bisschen zu, Herr Niebühl. Gucken Sie mal hier, vielleicht das Quackbrötchen oder das mit dem Kassler Rippspeer. Och, Sie brauchen sich schon nicht zu genieren. Gnädige Frau, Sie sind so zauberhaft reizend zu mir. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht in so charmanter Gesellschaft gegessen. Ach, gehen Sie fort. Selbstverständlich, gnädige Frau. Es wäre mir nur entsetzlich, wenn gerade Sie glauben würden, ich wollte Sie beleidigen. Was? Wo wollen Sie dann hin? Fort, Sie sagten ja eben, gehen Sie fort. Nur so ein Ausdruck bei uns im Hessischen. Wenn ein lieber Gast aufbrechen will und wir will so gerne noch ein bisschen da behalten, dann sagen wir, ach, gehen Sie fort, Sie wollen schon gehen, ach, gehen Sie fort, bleiben Sie noch ein bisschen da.